Eieiei. Mir fällt gerade auf, es ist echt ein bisschen sehr dunkel. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ja, das klein wenig besser. So, dann gehen wir mal ein bisschen gucken. So, was können wir denn gut gebrauchen? Abfackeln 2. Erleuchte deine Umgebung mit der neuen Feuerbombenfähigkeit. Klingt spannend. Tonika-Slot, Plasmide-Slot. Ich glaube, wir kaufen mal ein paar Slots, ne? Scheinbar dabei sind. Kann man nämlich da ein bisschen... Und dann kaufe ich noch ein Gesundheits-Upgrade. Komm. Jawohl. So. Dann können wir den nächsten Slots nämlich wieder auffüllen. Wo geht... Ich gebe mich mal hier umgucken. Ich gehe jetzt mal wieder nicht in Richtung den Pfeil, sondern... Oh, Schrotmunition. Können wir mal gut brauchen. Ich möchte aber noch nichts kaufen, sondern erstmal nur gucken. So, hier können wir trinken. Hier ist noch ein Verbandskasten, aber wir müssen zusehen, dass wir mehr Verbandskasten tragen können. Das wäre viel geiler. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir... Oh. Dass wir mehr Little Sisters hier bekommen. Hier irgendwas? Nö. Hier war noch ein Tonikum, glaube ich. Ja, da... Ah. Manchmal brauchst du ein klein bisschen mehr, um diese harten Zeiten zu überstehen. Stocke mit Eve-Expert deine Vorräte an Eve-Spritzen für längere Plasmidengebrauch auf. Okay, das klingt super. Das machen wir mal. So, dass wir, wie gesagt, mehr tragen können und... Wir brauchen ja die ganzen Adams. Sag mal, wie viel haben wir denn hier noch? Alter, wie viele Little Sisters wir hier noch haben. Müssen wir auf jeden Fall was tun. Weil wir brauchen... Lamb's Garden. Oh Gott, ich glaube, da kommen wir noch hin. Weil, je stärker wir sind, desto besser. Und desto besser ist es dann zum Schluss. Weil ich denke mir mal, dass es hier wieder so ein Final Kampf geben wird, wie im ersten Teil. Denke ich mir mal. So. Wartungszugang. Wir waren mir. Partner! Wir teilen 50-50 habe ich getan! Na! Grill ihn doch! Alter! Ernsthaft? Wie stark die sind? Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Was interessiert mich das, was das hier für ein Ort ist von dir? Tja, Lamb weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Schön. Und das kann ich nicht brauchen. Egal, ich werde mich darum kümmern. Schrotflintenmunition. Ich mag die Schrot... Ich weiß nicht, warum ich mag die Schrotflinte einfach in dem Spiel. Hat er jetzt Sascha gesagt? Woher kennt er meinen Namen? So, dann hängen wir mal den Automaten. War knapp. Alter. Na toll. Naja, immerhin was zu essen. So, eine Eve-Spritze. Sehr schön. Was hat er dabei? Dollar- und Schrotflintenmunition. Und wir haben... Oh, ein Waffen-Upgrade. Schrotflintenschaden würde ich gerne erhöhen. Das machen wir doch mal. Jawohl. Sauer. Ich weiß, ich mag in dem Spiel einfach die Schrotflinten. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Schrotflintenfreund bin. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Hacken. Dann machen wir es mal. Nein! Oh, das war so klar. Warte mal. Gönn jetzt zu uns? Ja, ne? Na? Kann ich... Ach, ich kann nur maximal, glaube ich, 2 hacken. Kann das sein?
Ich glaube, ich kann nur maximal zwei hacken. Egal, so. Ich probiere das nochmal aus. Jetzt, Alter, es wird so... Ah, das gibt's doch nicht. Nein! Oh Gott, ernsthaft? Oh, komm! Das ist doch nicht wahr! Nein! Oh nein! Das ist doch nicht wahr, dieser scheiß Kack-Automat, Safe. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht so schwer sein. Was liegt denn hier? Was ist das denn? Mhm. Interessant. Das kann doch nicht so schwer sein. Dieser kann doch nicht so schwer sein, diesen Safe zu hacken. Weil muss ja was Weltbewegendes drin sein. Ich bin mir da nicht sicher. Warte mal eben. Ah ja, jetzt. Ah, schön. Ah, ich habe endlich wieder. Ich habe endlich wieder Licht an meinem Schreibtisch. Meine Birne ist ja kaputt gegangen im letzten Jahr. Ah, jetzt habe ich endlich mal wieder eine Birne gekauft. Ich habe jetzt Licht am Schreibtisch. Man mag es gar nicht glauben. So, jetzt haben die Leichen irgendwie komischerweise wieder Geld und Dings. Ich lasse den Safe jetzt. Und die Lichtmunition. Hat der jetzt auch schon wieder hier? Nee. Aber meine Robby-Roboter sind weg. Oh Mann, ich bin traurig. So. Dann gehen wir mal. Hallo, mein Freund. Der hat nichts bei sich. Fürchterlich. Was habe ich denn noch an Plasmide? Sicherheitskommando? Hypnotisieren? Telekinese? Hypnotisieren probiere ich mal. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Ich werde dich retten. Ich werde dich retten. Alter, ein Granatwerfer. Der ist wesentlich besser wie im ersten Teil. Also wesentlich besser sieht der aus. Okay, wir kommen ziemlich nah schon an die letzte Waffe ran, wenn man hier im Waffenrad sieht. Alter, geil. Mega. So. Wir haben uns jede Menge Geschenke gemacht. So, hier, Genbank. Gucken wir doch mal. Wir haben jetzt ein paar Slots frei. Da können wir ja jetzt ein bisschen was, so zum Beispiel den Echo... Den Echo-Bolt können wir uns zum Beispiel reinholen. Hier unten können wir uns aussuchen. Wir haben zum Beispiel noch Schafferbeobachter. Erhöht die Forschungsboni und ermöglicht schnelleren Forschungsfortschritt. Ja, ich bin aber nicht so der Forscher, muss ich sagen. Plasmide verbrauchen weniger Eve, ist ganz cool. Jetzt mal, wenn du etwas hackst, erhältst du ein wenig Gesundheit und Eve. Mhm, Tinker. Beim Trinken von Alkohol, nee, ich finde das mit dem Eve-Schoner. Das nehme ich, glaube ich. Sehr schön. Warte mal, haben wir denn da oben? Ne, da oben haben wir das. Wir müssen noch ein paar Plasmide finden. Fällt mir gerade ein. Oder sehe ich gerade. Und wir müssen natürlich die... Ich hab doch drauf! Seh mich doch an! Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Nein! Aua! Wo ist er? Wo ist er denn? Der war... Hä? Ach, hier. So, jetzt aber. Jetzt gehört er zu uns. Wollen wir keine Sorgen machen, wenigstens. So, nehme ich mit. Na! Nimm die MG-Munition auch mit, weil wir schon einmal dabei sind. Ah, hier ist die Bahn. Wir wären schon an der Bahn, das ist ja super. Aber ich würde gerne noch die Big Daddies erledigen. Weil die sind ja noch so viel übrig. Ich hoffe, wir sehen noch welche. Und bei dem Garten waren wir auch noch nicht gewesen. Da müssen wir nochmal zurücklaufen. Ich hab gedacht, wir kommen da rein bei dem Garten. Aber anscheinend... Oh Gott. Okay. Ich hab gedacht, wir kriegen da vielleicht nochmal irgendwie was. Bevor ich jetzt zum Pfeil laufe, gehe ich jetzt erstmal hier lang.
Dinos Park. Dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier ja einen Big Daddy, den wir irgendwie mal die Little Sister abnehmen können. Ah, Öffnung des Dinos Parks. Was ist denn? Ach, das sind. Achso, das sind Raketenwerfer-Dingen. Warte mal. Ich hab ja noch einen Hackpfeil, ne? Wo ist das Ding denn? Ach, da hinten. Nein! So, jetzt gehört er zu uns. Und wir haben aber keinen Verbandskasten mehr. Ist mir egal, aber der gehört auf jeden Fall schon mal zu uns. Das heißt, ich brauche mir da keine Sorgen machen. Weil der mit Granaten erledigt die Gegner ein bisschen schneller. Oh, guck mal hier. Gerade noch von gesprochen. Ist er? Den blauen in der Mitte. Jawohl. Sehr schön. Ah, sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also für den zweiten Teil, wie alt er jetzt ist, ey, ist das immer noch ein hübsches Spiel. Klar, auch wenn die Texturen natürlich teilweise vermatscht sind. Ne, aber HD-Auflösung trotzdem. Ich höre schon wieder Gegner. Bevor ich jetzt da lang gehe, werde ich nochmal da hinten gehen, wo unser Freund, der Raketen-Olli. Weil der tut uns ja nichts mehr. Hallo Raketen-Olli, wie schaut aus? So. Aha, die Promenade. Oh Gott. Mhm. So. Junge, Junge, was für eine Show jeden Abend. Türsteuerung. Hat bestimmt niemand gehört. Aber dafür kriegen wir tolle Sachen. Ach, guck mal, hier ist schon wieder der Absinth. Lass ich mal wieder liegen. Und wir kriegen jede Menge Kontaktminen. Für den Granatwerfer vermute ich mal. So. Ah ja. Hey, es hat sich richtig gelohnt, hier lang zu gehen. Ich werde auf jeden Fall nochmal zu dem Garten auch gehen. Weil ich ja natürlich auch, oder beziehungsweise wir müssen ja die Big Daddies finden. Voll die Schokoriegel und die Kartoffelchips. Die sind bestimmt schon alle abgelaufen. Aha, guck mal, Hackpfeile. Also hier möchte ich keinen Kartoffelchip essen. Die Zeiten mögen ja schwer. Hallo? Hallo? Sie hat wenigstens nett gegrüßt. Muss man ja lassen, ne? Guck mal an. Elektrosturm. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Elektrosturm macht aus dir eine wandelnde Tesla-Spule, die jeden Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt, der dumm genug ist, dich anzugreifen. Das klingt super. Ich glaube, die Bohrerkraft wechsle ich dadurch mal aus. Alter! Alter! Willst du mich wahr? Alter, ich bin jetzt erschrocken. Willst du mich verarschen? Wieso spawnt er da auf einmal? Ohne was zu sagen. Alter! Jetzt habe ich ein bisschen den Köttel quersitzen gehabt, muss ich sagen. Uiuiui. Oh, guck mal. Schrotflintenmunition. Ich kann die Toilette durch die Tür benutzen, ist auch gut. So. Hier ist noch ein Verbandskasten. Guck mal an. Zu Gegenbanken müssen wir nicht. Wir müssen nichts austauschen. Ich gehe mal hier gucken. Aha, Theater. Oh ja, hört, hört. So, Junge, Junge, was für eine Show. Mein Gott, was für Lippen die hat, ne? Wahrscheinlich so Kia Uhofen oder wie die heißt. Die hat auch so dicke Lippen. Und nicht die Lippen, die ihr jetzt denkt. Na? Guck mal, Filmkassetten. Hier würde sich doch anbieten, so eine Filmkassette hinzulegen. Oh, ich höre einen
Ich höre eine Kamera. Die scheint links zu sein. Ich muss mal schauen. Warte mal. Kann ich einen... Warte mal, E-Spritz benutzen? So. Die muss hier... Die ist hier rechts, ne? Okay. Ja, die gehört jetzt zu uns. Sehr schön. So. Ein Mini-Geschütz voll... Ah, ich liebe die Mini-Geschütze. Die sind voll mega. Die sind sehr hilfreich, vor allen Dingen auch. Boah, geil. Guck mal, was hätten wir verpasst, wenn wir hier nicht lang gegangen wären? Da hebt sich sogar der Tisch an. Guck mal an, was wir alles kriegen. Ich hoffe, wir werden das nie brauchen. Obwohl ich ganz genau weiß, dass wir es brauchen werden, definitiv. Ja, was? Ab Bohrstoff ist okay. Bohrtreibstoff haben wir wohl voll. Aber da kann ich mal eben die Sachen nachladen. Alter. Wir kriegen jetzt schon wieder so viel Klamotten, wo ich schon wieder die Befürchtung habe, dass wir definitiv... Ah, das geht auch. Dass wir definitiv wahrscheinlich Gesellschaft kriegen werden. Gesellschaft im Sinne von Gegnern. Oh Gott. Ja! Okay, wir haben Blau nicht getroffen. Egal. Ich habe auch kein... Ne! Achso, ich wollte schon sagen, es ist nackt. Wir haben Gesellschaft bekommen. Und der ist jetzt im Alarm reingerannt. Ist er selber schuld, wenn er sich nicht umguckt. Ach, hier ist der Film. Ach, hier läuft der Film. Ich hoffe, ein guter. Wahrscheinlich ein Porno. So, neues Tonikum. Legendärer Dreh. Lerne deine Feinde besser kennen. Mit legendären Dreh kannst du mit jedem Forschungsziel etwas mehr Zeit verbringen. Mhm. Ja, brauche ich aber nicht. Ich bin clever als du. Scheiß Vieh! Weg mit dir! Ist ja ein bisschen selber schuld, oder? Muss ich sagen.